Herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Ja, und damit herzlich willkommen. Und ja, jetzt setze mir das Spiel fort und dann werde mir direkt in die Episode Nummer 3 rein starte, weil Angriff der Klonkrieger haben wir mit 53,6% in der letzten Folge abgeschlossen. Die Rache der Sith, Episode 3. So, lass mir das kurz mal noch durchlaufen. Ja, das ist ja sehr interessant. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt wieder, oder? Ja, alles klar. Dann können wir jetzt die Rache der Sith starten. Und ja, auf jeden Fall will ich dann jetzt hier gleich wieder Blackscreen drüber machen, vorsichtshalber, falls wieder hier der Schriftzug gesperrt wird. Episode 3: The Revenge of the Sith. So. So, dann haben wir jetzt noch hier der JTV Sterntyp, aber den brauchen wir jetzt nicht. Es war einmal vor einer langen Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis Star Wars. Episode 3: Die Rache der Sith. Krieg. Die Republik zerfällt unter dem Angriff des unbarmherzigen Sith Lord Count Dooku. Es gibt den Helden auf beiden Seiten. Das Böse ist allgegenwärtig. Mit einer überraschenden Schwach mit einem Schwachzug gelangt es den teuflischen Druidenführer General Grievous in der Hauptstadt der Republik einen zu dringenden und den Vorsitzenden des galaktischen Senats Kanzler Palpatine zu entführen. Als die Druidenarmee den Separatistischen versucht, mit den wertvollen Geiseln aus dem Belagerungs der Stadt zu entfliehen, führen zwei Jedi-Meister die verzweifelte Rettungsmission, den Kanzler zu ergreifen, an. Ja, ein bisschen anders, da stand es jetzt da, aber egal. Meister, General Grievous Schiff befindet sich direkt voraus. Leute, ihr seid die Besten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis zum Ruhestand durchhaltet. Aber jetzt ist es... R2, lokalisiere den Kanzler. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Kein Grund für weiteren Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Und damit willkommen in... Ist das heimlich genug, Meister? Oh ja. Endlich können wir der Anakin in einer mächtigeren Variante spielen. Da freue ich mich drauf. So. Wobei ich freue mich gerade, weil Anakin, wir können dich ja schon spielen. Södele. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem separatistischen Schiff und der General Grievous hat uns. Ihr seid zu spät gekommen und jetzt soll R2, kannst du uns hier rausbringen? Ja, genau, R2, mach mal bitte was. Er weiß, was er tut. Seht ihr? Ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. An uns kommt ihr niemals vorbei. Aha. So, das habt ihr jetzt davon. So. Also dann, R2. Oder ich befreie mich einfach selber. So. Muss das hier irgendwo rein? Nö, ich glaube, das muss da nicht rein. Wo kommt denn die Energie? Ach, ich glaube, ich muss die einfach rauswerfen. Hä, wie bin ich jetzt da durchgekommen? Ach so, das ist ausgegangen und ich bin dann selber da wieder rein. Aha. Hey, ihr Freche. So. Und ja, was haben wir jetzt hier für eine Mission? Also unsere Mission ist es jetzt hier, den
Senator bzw. der Kanzler Palpatine hier rauszuretten, weil er nämlich vom Count Dooku entführt wird. So, bauen wir mal das Teil hier zusammen. Finde den Kanzler. Kann ich das machen? Okay, nee, können wir nicht. So, ja, ich weiß selber, dass ich da rein muss. Bin ich das kaputt? Nö. Sonst noch etwas? Nö, okay, dann schneiden wir mal hier Löchle rein. So, bitte einmal hier entlang. Ja, ich habe mich auf jeden Fall jetzt schon mal gefreut dafür, dass ich auf jeden Fall 20 Aufrufe auf eine Folge bekommen habe. Voll cool. Auf jeden Fall, weil seit der ersten Folge habe ich nicht mehr... so viele Aufrufe bekommen. Und ja, aber egal. Wohin jetzt, Kanzler? Boom! Sehr schön. So. Ich muss sagen, sehr toll hier die Grafik. Gefällt mir extrem gut. So. Dann einmal hier rein. Sag mal, Frechheit. Weg mit euch, ihr Freche. So. Was haben wir denn jetzt? Ah ja, hier brauchen wir Protokoll-Druide. Ne, kein Protokoll, Astromech-Druide. Also der R2-D2 oder der R4 ist eine R-Einheit. Ups. Sag mal, Philipp. Nehme gerade mal hier 7 Minuten auf und schon bist du tot. Tja, so kommt's halt. Und Peng! Sehr schön. So, die Deckung brauche ich sowieso nicht. Wo musst du denn hin? Nee, das ist nicht die Lösung. Oder wahrscheinlich muss ich da drüber hopsen. Aua. Ah, ich hab mich verhopst. Ah, jetzt. Sehr schön. Und Achtung, Obi-Wan. Also Obi, tut mir leid, aber du musst jetzt leider da zurückbleiben, weil ich hier zuerst aufräumen muss. So, sehr gut. Ja, bei welcher Folge sind wir denn eigentlich? Oh, sehr cool. Der Kyberkristall freigeschaltet. Ich glaube, wir müssen jetzt dann auch mal wieder ein bisschen leveln. Da hätte ich nämlich mal wieder Lust drauf. Wobei, nein, so geht's effektiver. Ich glaube, Obi-Wan, du verwalsch einfach noch ein bisschen einfach da draußen und ja. Und ich schicke dir dann eine Postkarte. Cool, dankeschön. War da ein Minikit drin? Cool. Danke. So, 110.000 da. Dankeschön, sehr nett. Thanks a lot. So. Ich spüre kaum Dooku. So wie ich. Ah. Ach, da bist du also. Ah, jetzt habe ich das Teil hier rausgemacht. Und irgendwo mit muss ich da hin. Oder auch eben nicht. Ja, da kamen wir ja gerade her. Ach hier, ja, hier geht's weiter. Sehr schön. Ja, wenn euch mein Let's Play bisher gefällt und ihr mich gern unterstützen wollt, lasst gerne jetzt ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und rauf. Wir haben keine Zeit für weitere Ablenkungen. Wir müssen zum Kanzler. Oh, da kommen die Magna-Wächter. Die sind ganz hart in diese. Ja, schon erledigt. Dankeschön, mein kleiner Freund. Macht das langsam Spaß. Seid ihr jetzt froh, dass er mitgekommen ist? Ziemlich. Ja, guck, Obi-Wan, da sehe ich das mal wieder. Was? Wie gut. Ups, Mist! Wie gut so Protokoll-Druide. Mann, Astromech-Druide ist. So.
Ja, Philipp, du kannst dich mittlerweile selber gar nicht mehr drauf einigen, was du damit jetzt meinst. Södele, ey. Aha. So. Mit der eigenen Waffe geschlagen. Ach schade, ich krieg das nicht aufgesprengt. Die Rutschgefahr könnt ihr euch hier mal schenken. Da kommt jetzt sowieso bald keiner mehr durch, weil das Schiff wird jetzt abstürzen. So. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich noch dran. Aha. Er meint, ihr wart Grievous beste Druide. Ha. So, das habe ich jetzt toll gemacht. Eigelob stinkt. So. Meister, wart noch bitte einen Moment. Danke für die 10. Was in das Spiel. Aber jetzt müssen wir mal hier durch. So, und dann auf in den Bosskampf gegen den Darth Tyrannus Count Dooku. Kanzler! Geht es euch gut? Count Dooku. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Meine Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung verdoppelt. Gut. Hochmut kommt vor dem Fall. Halt, Moment, ich will doch die Münze haben, Herr Dooku. Er ist ein echter Macher. Holt Hilfe. Ihr könnt ihn nicht bezwingen. Er ist ein Sith Lord. Kanzler Palpatine, Sith Lords sind unsere Spezialität. Ah, spring weg. Halt da schnell. Tausender, dreh dich um, Philipp, dreh dich. Ja, sehr schön. So. Ein bisschen was fehlt uns noch. Komm, spring halt nach hinten. Ich will die Dooku angreifen. Ich will hier. Jawohl, mein wahrer Jedi wollte ich haben. Mehr war es gar nicht. Auf den Count ist nichts verlassen. Au! Ich glaube, der Count Muku, der mag mich nicht. So. Jawohl, sehr gut. Jetzt habe ich es wieder drin. Das heißt, ich darf nicht zu oft sterben. Jetzt kriege ich mein... So, jetzt bin ich dran. Da ist er ja. Nutze ihn. Ihr werdet für das bezahlen, was ihr mir angetan habt. Ja, genau. So, erstes Leben schon mal weg. Bitte kümmert euch um so, ein Moment bitte. So, dann kümmere ich mich mal ums Geld. Habe ich ja vorhin eigentlich jetzt erst eher machen soll, egal. So. Das ist töten einen und ein anderer ersetzt ihn sofort. Ja, das ist halt so, wenn man eine Druide-Fabrik auf Geonosis gebaut hat. So. Was ist denn das jetzt? Ach, der Oberhock der Dooku wahrscheinlich. So. Sehr schön. Ja. Okay. Ah, ich glaube, es geht weiter. Auf ihn anzufeuern, ihr Dummbatze. Mist, ich hab wieder mal vergessen auszuweichen. Boah, ich könnte die Bombe explodieren lassen. Und bitte einmal. Sehr gut. Jetzt habe ich mich zwar getötet, aber
Der Dooku hat auch Schade bekommen. Hey, hör auf mich zu würgen. Geht mir aus dem Weg. So. Ah, Mist. Aua. Gib mir mein Geld zurück. Können wir irgendwas werfen? Halt mit mich, Würge. Ja, ich besieg euer Dooku natürlich noch. Hopp. Sehr schön. Halt, da war Sprengfass. Wieso kann ich mich nicht drehen? Ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen blöd an dem Angriffsmodus hier. Das nervt mich schon ein bisschen. Und drauf. Arme steht sich nichts mehr. Aber was bedeutet dieses E? Ich glaube, das ist ein Spielebug. Ja gut, der geht wahrscheinlich gleich auch wieder weg. So. Und auf ihn mit Gebrüll. So, Dooku, willst du jetzt uns bequemen, wieder mit uns zu kämpfen? Ah, du willst deinen finalen Kampf hier vorne stattfinden lassen. Au. Sack drauf und... Nochmal ein Schlag und Doppelspruch und... Dooku, alles gut bei Ihnen? Ja, irgendwie will er gerade... So, ach, ich muss das machen. General Grievous. Dieses Mal nicht. Schnallt euch bitte an. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha! Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen.
Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. K.O. für Count Duo. K.O. für Count Duo. Aha. K.O. für Count Dooku. Aha. Freies Spiel freigeschaltet. Steinchen gesammelt. Haben wir. Boah, fast 100.000. Es sind aber nur 98.965. Und wir haben den wahren Jedi und somit schon mal 3 Kyberkristalle. So, Herausforderungen haben wir, glaube ich, 0. Aber das ist nicht schlimm. Medikits haben wir 1. Das wird wahrscheinlich Anakin Starfighter. Ja. Charaktere und Level haben wir Anakin Episode 3 Umhang und Anakin Episode 3 Obi-Wan Episode 3 und Obi-Wan Episode 3 Umhang und B1 Kampfdroide als Wache, als Bösewicht. Dann haben wir noch den Kanzler Palpatine in Rot und das war's. Von Palpatine persönlich in den Rat ernannt. Was für eine Ehre. Natürlich, Meister. Es wird interessant zu sehen, was ihr alten Jedi dort so treibt. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du? Aber mit dem Alter kommt Weisheit, Anakin. Vergiss das nie. So, und damit... Ich kann es kaum erwarten, diesem Krieg endlich ein Ende zu setzen. Und damit wären wir jetzt die Folge hier beende. Vielen Dank fürs Ansehen. Lasst gerne Like und ein Abo da. Anakin. Ja, sehr schön. Und dann... Ciao und bis bald. Lasst gerne kostenloses Like und ein Abo da. Und bis bald. Ciao.